Ich begrüße Sie zu unseren Vorlesungen zur Informationssicherheit. Heute wollen wir über die Grundlagen, die wir für die Kryptographie brauchen, die Grundlagen aus der Zahlentheorie uns nochmal vergegenwärtigen. Wir sind ja im Kapitel 2 der Vorlesung, wo wir Verfahren und Werkzeuge besprechen und hatten schon fleißig angefangen, uns Grundlagen in der Mathematik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Informationstheorie, Komplexitätstheorie zu verschaffen und zu erinnern. Und heute wollen wir das tun mit bestimmten Themen aus der Zahlentheorie. Fangen wir mal an mit der Teilbarkeitslehre. Wir haben bei der Teilbarkeitslehre unseren Ring der ganzen Zahlen, Z. Und Sie wissen das natürlich, wir sagen, eine Zahl A teilt eine Zahl B. Nach Definition, wenn eine Zahl C existiert, mit der Eigenschaft, dass A mal C gleich B ist. Das ist die Teilbarkeit und wir können bezüglich der Teilbarkeit eine ganze Menge Aussagen sammeln. Ich will noch mal ein paar zusammenstellen. Wenn wir drei Zahlen A, B, C haben, drei ganze Zahlen aus Z, dann wissen wir natürlich immer, dass A sich selbst teilt. Jede Zahl teilt sich selbst. Ich nehme mal die 0 weg, also A ungleich 0, das ist das Erste. Zweite Eigenschaft ist, dass wenn wir wissen, dass A B teilt und wenn wir wissen, dass B C teilt, dann können wir sofort schlussfolgern, dass auch das A das C teilt. Das kann man natürlich sofort und leicht beweisen. Ich würde das immer auch so ein bisschen empfehlen, als Übungsaufgabe, als Fingerübung zu machen, weil man natürlich dann jeweils hier so einen Teiler hat aus diesen beiden Beziehungen und den kann man dann multiplizieren und das ist dann genau das Vielfache, mit dem man aus A dann C bekommt. Und die dritte Eigenschaft, die ich hier erwähnen will, wenn A B teilt und wenn A C teilt, dann können wir sicher wissen, dass A jede Linearkombination von B und C teilt, also A teilt BX plus CY. Und für alle x, y, Element z. Also wir können dann diese linear kombinieren, b und c, und sind immer sicher, dass a auch diesen Ausdruck hier teilt, weil natürlich das a das b teilt und a das c teilt. Und vierte Eigenschaft, die ich hier angeben will zur Teilbarkeit, ist die, wenn a b teilt und wenn b a teilt, dann wissen wir natürlich, dass dann A gleich B ist. Das war die Antisymmetrie der Teilbarkeitsrelation. Also Teilbarkeitslehre im Zahlenbereich Grundtechnik und mit Hilfe der Teilbarkeit will man wissen, wie Zahlen aufgebaut ist. Wir erinnern uns dann später nochmal dran, dass wir jede Zahl als Produkt von Primzahlen darstellen können. Das ist sowas, dass die Atome die Primzahlen sind und dass wir da sehr viel über den Aufbau des Zahlenbereichs erfahren können. Teilbarkeitssätze gibt es eine Menge. Fangen wir an, nehmen wir uns zwei Zahlen A, B, zwei ganze Zahlen und setzen mal voraus, dass B größer gleich 1 ist. Dann gilt folgender Satz. Es existieren Zahlen Q und R aus Z mit der Eigenschaft, dass man das A aufschreiben kann als Q mal B plus R. Plus Q mal B plus R mit der Eigenschaft, dass dieses R kleiner gleich B ist. Das ist klar, nicht? Ich teile A gleich Q mal B. Das heißt, ich teile das A so lange durch B, wie es geht, ganzzahlig, Q mal, und dann bleibt ein Rest. Und der Rest ist kleiner gleich B, sonst hätte ich noch öfters durch B teilen können. Ich mache mal etwas anderes hier,
bitte nicht verwirren, und zwar, weil wir es eben andersrum geschrieben hatten. Da war B, da hatten wir geschrieben A teilt B, deswegen schreibe ich das jetzt mal so hin. B können wir aufschreiben als so oft durch A geteilt, wie es geht, Q mal, und dann, na, jetzt ist es ganz unsauber hier. Q mal A plus R. So, und Bemerkung, dieses Q und R sind eindeutig. Jedenfalls, wenn wir diese Bedingung stellen, dann gibt es nur eine Möglichkeit, da gibt es ein maximales Q, mit dem wir A multiplizieren können, dass das kleiner gleich B ist, und dann haben wir den Rest R. Für diese Zahlen hat man auch extra Bezeichnung, nämlich das R ist A, ist B mod A, das ist der Rest von B bei der Division durch A, und das Q, das bezeichnet man auch als B diff A, und mit diesem diff wird die ganzzahlige Division bezeichnet. Ja, also diese beiden Zahlen, die eindeutig bestimmt sind durch diese Gleichung, die haben extra Bezeichnung mathematische. Das ist der Modulo B Modulo A, das ist der Rest, der bleibt, wenn ich B durch A teile, soweit das geht. Und dieses Q ist die ganzzahlige Division von B durch A. So, und dann können wir noch einen weiteren Satz aufschreiben, nämlich das B diff A. Das können wir aufschreiben als die A durch B, die kleinste ganze Zahl, die hier unter diesem typischerweise rationalen Wert liegt. Nicht? Sie kennen diese Klammern mit oben dem Haken, unten dem Haken. Das ist also die größte Zahl, die hier drunter liegt, die größte ganze Zahl, die unter dem Bruch liegt. Und das ist haargenau hier unser, B durch A. Und das ist genau unser B diff A. Und entsprechend können wir dieses R hier aufschreiben, also dieses A, dieses B mod A. B modulo A als A minus B mal B durch A. Meiner Buchstaben muss ich jetzt durchziehen. B minus A mal diese größte ganze Zahl, die unter diesem Bruch B durch A liegt. Nicht? Also so kann man dieses ganzzahlige Rechnen verbinden mit dem üblichen Rechnen, was wir im Bereich der rationalen Zahlen kennen. Und die Schwierigkeit, das Interessante an der Zahlentheorie ist genau dieses ganzzahligen Charakter zu sehen, was das für Effekte gibt. Gut, Sie erinnern sich weiter, dass es natürlich auch eine ganze Reihe Begriffsbildungen gibt, die durch die Teilbarkeit definiert werden. Also zum Beispiel der größte gemeinsame Teiler. Wie ist der definiert? Also zunächst mal C ist ein gemeinsamer Teiler. Gemeinsamer Teiler von A und B. Nach Definition ganz klar, wenn C sowohl A als auch B teilt. Und entsprechend ist dann C der größte gemeinsame Teiler. C der größte gemeinsame Teiler nach Definition. Erstens, wenn C ist ein gemeinsamer Teiler, da haben wir die Eigenschaft gemeinsamer Teiler beschrieben. Und jetzt müssen wir noch die Beschreibung größter gemeinsame Teiler liefern. Und das können wir so ausdrücken, ist D gemeinsamer Teiler
von A und B, dann folgt, dass C D teilt C. Das ist die Eigenschaft, dass von diesen gemeinsamen Teiler C der größte ist. Alle gemeinsamen Teiler von A und B teilen das C. Damit haben wir diese Eigenschaft beschrieben und die entsprechende Bezeichnung für den größten gemeinsamen Teiler. Sie kennen das, ist das G, GT von A, B. Also gemeinsame Teiler, größter gemeinsamer Teiler von zwei Zahlen A und B. Analog gibt es das gemeinsame Vielfache und hier ist unter allen gemeinsamen Vielfachen wieder das kleinste interessant. Nicht der größte gemeinsame Teiler ist der möglichst nah ran an die beiden Zahlen kommt und das kleinste gemeinsame Vielfache liegt ja oben drüber, was da möglichst nah an den beiden Zahlen liegt. Also C, ich mache das jetzt gleich mal in 1, kleinster gemeinsamer Teiler. Kleinster gemeinsamer Teiler von A und B ist nach Definition erstens A teilt C und B teilt C. Das heißt also, ist ein gemeinsamer Teiler. Und die zweite Eigenschaft, da müssen wir jetzt wieder diesen beschreiben, dass es das kleinste Vielfache ist. Und das machen wir wieder so. Gilt A teilt D und B teilt D. Dann, wenn C der kleinste gemeinsame Teiler ist, dann bedeutet das, dass C das D teilt. Damit können wir beschreiben, dass es der kleinste ist. Dass C das D teilt, ist klar über diese Eigenschaft A teilt C und B teilt C. Und wenn es irgendein anderes gemeinsames Vielfaches liegt, dann teilt dieses C dieses D. Und wir haben auch hier eine Bezeichnung, nämlich C ist das KGV von A und B, das kleinste gemeinsame Vielfache. Und ich muss mal hier ein bisschen, habe ich ein bisschen großzügig geschrieben, sonst kriege ich nicht mehr alles hin. Also Bezeichnung C gleich V von A, B. Und wir können den Satz beweisen, dass das KGV von A, B ausgerechnet werden kann als A mal B dividiert durch den größten gemeinsamen Teiler von A und B. Das ist genau, wenn wir A und B miteinander multiplizieren, ist der größte gemeinsame Teiler genau das, was wir zu viel multipliziert haben, um auf diesen kleinsten gemeinsamen Vielfacher zu kommen. Ich rahme das mal ein, weil das eine wichtige Beziehung ist, die wir da immer wieder brauchen. Und mithilfe dieses gemeinsamen Vielfachen kann man, kleinsten gemeinsamen Vielfachen, kann man einen ganz wesentlichen Begriff für die Zahlentheorie definieren, nämlich A und B heißen relativ prim. Relativ prim. Nach Definition der größte gemeinsame Teiler von A und B ist 1. Das heißt, die haben keinen Baustein im Aufbau gemeinsam. Dann sind sie relativ also zueinander prim. Das ist also das kleinste gemeinsame Vielfache.